Der Erste, der heute den Anfang macht, weil er der Erste ist, hat keine Probleme mit Arbeit. Er ist Pole. Polen machen alles, was Deutsche nicht machen würden. Und er ist wirklich der Superstar. Polen sind so fleißig, die nehmen sogar den Maschinen die Jobs weg. Echt, die sind richtig krass. Bitte begrüßt den großartigen Spargelflüsterer, Marek Fis. Also mein Name ist Marek, meine Freunde nennen mich Marek. Hallo Freunde. Und meine Feinde nennen mich sehr geehrter Herr Fis. Und meine Feinde möchte ich heute grüßen. Also schöne Grüße an GEZ, Schufa, Finanzamt Hannover und an Bushido. Schönen Gruß. Ja. Ja, mein Programm heißt, das Leben ist wie Rumänien, da muss man durch. Ne? Und das tut richtig weh. Ne? Und, na, ich war heute unterwegs, ein bisschen cruisen, ich war heute hier auf dieser Leopoldstraße, ne? Und habe ich richtig geschaut, was geht mit Chicks vielleicht noch und so. Ne? Und war ich gecruised hin und her und auf einmal die Polizei winkt mich raus. Ich dachte, ach, Kurwa, nicht schon wieder. Und die haben mich rausgewunken, ich war mit Fahrrad unterwegs und. Also so mit einem Reifen, dieses, ne? Und die haben zu mir gesagt, Führerschein bitte, aber plötzlich hier und Papiere. Sie fahren hier links und rechts. Ich glaube, sind Sie bereit, sich einem Alkoholtest zu unterziehen? Ich habe gesagt, na klar, in welcher Kneipe denn? immer. Ich bin sehr gern zu Hause. Letzte Woche, ich habe mir erst bestellt nach Hause. Ich habe gesagt, Mensch, nicht kochen, du bestellst dir was. Und habe ich mir bestellt vietnamesisch. Ne? Und da kam ein Typ im Anzug, hat mir das geliefert. Ich habe gefragt, Mensch, ich habe sie noch nie gesehen. Wie heißen sie denn? Rösler, Philipp. Er war ein bisschen aufgeregt, war sein erster Arbeitstag. Ne, und da habe ich Fernsehen angemacht und ich liebe deutsche Fernsehen, muss ich sagen. Ich liebe deutsche Fernsehen, wenn es aus. Ich habe so ein paar Lieblingssendungen, die kennen Sie vielleicht, wo diese blonde Transe-Behinderte verarscht. Ne? Bauer sucht Frau. Ne? Ne? Haben Sie das mal gesehen? Ich habe mich mal gefragt, wo kriegt RTL all diese Missgeburten her? Ne? Ne? Die NPD-Wähler müssten doch schon längst alle durch sein. Ne? Ne? Aber ich liebe bei Bauer sucht Frau, liebe ich immer diese Unterschriften unter die Namen von diesen Idioten. Ne? Zum Beispiel, da war einer, der hieß Peter. Peter, 45, der schüchterne Hühnerwirt. Ne? Und dann stand da drunter, Peter, 45, verrät sein Alter nicht. Ne? Und dann lud der schüchterne Hühnerwirt, lud die frigide Friseurin Monika. Ne? In sein uriges Heim, Fundsfrau Monika. Monika musste so durch die Tür, ne? Und kam nicht rein. Ne? Und dann sind die in den Zoo gegangen und Peter lehnt sich so an diese Gehege an von diesen Tieren und posiert da so. Ne? Und dann stand da wieder, Peter, 45, war Vögeln noch nie so nah. Und dann haben sie nach Hause gegangen und er wollte kochen, ein fürstliches Festmahl. Ne? Curry King in Mikrowelle und dazu 20 Kilo Nudel. Einmal umrühren. Ne? Lecker, lecker. Ne? Und dann stand da wieder, Peter, 45, behält seine Nudel lieber für sich. Ne? Es gibt nur eine Steigerung davon und das ist Schwiegertochter gesucht. Ne? Wir Polen sind alle katholisch. Ich muss Ihnen sagen, meine Mutter hat zu mir gesagt, Marek, es gibt keinen Teufel, mal dir kein Bild vom Teufel. Ich habe gesagt, doch, es gibt einen Teufel. Wenn ich Vera Antwen im Fernsehen sehe, da hat der Teufel ein Gesicht. Ne? Das ist. Und da gibt es eine Frau, die ist seit der ersten Staffel mit dabei, die trägt immer so Tierpullover. Ne? Tierpullover. Die Zähne von der, die sehen aus wie das Wrack der Costa Concordia. Ne? Beate heißt die. Ne? Beate, genau. Und da war einer... Hat sie dir Korb gegeben, oder? Ja. Ne?
Und da war ein Typ, der hat sich für Beate beworben und der sah so aus, ne? Und dann stand da, Per, 25, hat ein Auge auf Beate geworfen. Dankeschön, tschüss.